abgekackt. Das auch schon wieder. Und ach, ist es nicht ein schönes, schönes Bildchen? Ja. Komm mal. Drei nette kleine Krokis. Sako 1, Sako 2 und Kroki. Ja, wunderbar. Wir brauchen Leder. So, genau. Und das werden wir uns jetzt holen gehen. Ich finde das cool, wie die da liegen und wenn du sie pfeifst, erstmal gemütlich aufheben, aufstehen. Ja, das stimmt. Und bevor ich es vergesse, muss mir jetzt erstmal was zu trinken mitnehmen wieder. Weil Trinken hier knapp ist irgendwie. Ja. Ich habe jetzt gar kein Fleisch dabei, war aber auch gar keins mehr fertig, war. Ja, ich hab 24 oder so. Gekochtes? Ja. Ah, okay, gut. Ja, bin da. Oh, oh, oh. Danke, vielen, vielen Dank. Die sind auch so schön schnell. Ich bin gespannt, wie sie als Reittiere sind mit Sattel. Relativ langsam. Echt? Ja gut, Ausdauer wahrscheinlich geht schnell runter. Jawohl, gleich den Dicken. Oh. Ach, scheiß drauf, nimmt das Schwert in die Hand und ab geht's. Och, dreht der kurz vorher, ey. Der schneller wie ich, Schweinerei. Jetzt hängt da der Sack. Oder auch nicht. Haben wir Ravager hier in der Nähe? Ich weiß es nicht, ich sehe gerade nur einen Hintern. Ja. Ja, hier haben wir einen Ravager in der Nähe. Wo, 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 wo? Der hat das Obesausen gemacht. Ich hab das gerade nur gesehen, weil die Dings nämlich so langsam wurden. Okay. Mit der Axt war mehr Leder, ne? Oder Spitzhacke? Ich vergesse es immer. Nee, Axt. Axt, gut. Oh, oh, ja. Ich hab 29 bekommen. So ein bisschen was drin. Ach Gott, das ist. Was ist das macht jetzt? Komm ich da natürlich nicht hin. Und Discord nervt mich gerade. Discord? Ich weiß gar nicht, ich werde mit dem Programm nicht warm. Es ist so süß, wie das sich da flach hinlegt. Ich kann. Oh, goldig. Ja. Auf jetzt wo? Bestes Obis. So, weiter geht die wilde Fahrt. Jawohl. Für Leder. Ich würde auch sagen, so eine Ratte kann auch einfach mal so ganz einfach dran glauben. Die Rollratten? Ja. Ja, aber ich fand die schon heftig, aber können es auf jeden Fall probieren. Ich habe von den Rollratten weniger Bedenken als vor Ravager. Okay. Boah, 280 Schaden, jawohl. Geht ab. Ah, jetzt geht meine Rüstung kaputt, natürlich. Sag ich doch. Ja, ohne Rüstung ist scheiße hier. Hab keinen Ersatz dabei. Kann ich mir eine Stoffhose eben machen? Dass ich wenigstens etwas anhab. Mal weiter hier runter. So. Jawohl, einmal leben wieder. Ja, so freut sich ein Cookie. Sehr schön. So freut sich ein Cookie, ja. So, komm mal mit, Oskar, ich will dir nämlich was zeigen. Weil so viel hast du ja hier noch gar nicht erkundet. Ne? Doch, hier hinten war ich auch schon. Mit Kain war ich hier viel unterwegs mit den Raptoren. Hier war doch auch die Stelle, wo er rüber gesegelt ist und nicht mehr rüberkam. Oh, da liegt ein Note. Ich will es jetzt eigentlich nicht aufmachen, weil wir keinen Sattel dabei haben. Hä? Ist doch egal. Wenn du auf deinem Tier sitzt, kriegt das auch den Buff. Ich dachte, das zählt sowieso. Okay, dann sparen wir es auf. Du musst, ja, vor allem schützen wir halt für ein Tier aufheben, was sich halt lohnt. Das ist halt auch der nächste Punkt. Also,
Würde ich halt machen. Du, ja. Du kannst halt rangehen. Stimmt, ich hätte jetzt rangehen können, ja. Du hättest rangehen können. Ja, egal. Nee, ich spare mir das auch mal auf. Okay, ich glaube hier... Alter, nee. Krasses Ding da oben. Hier habe ich mich noch nicht hergetraut, auf diese Ebene. Ja. Oh, gibt's gleich einen schönen Ausblick. Gibt's gleich einen schönen Ausblick. Ich würde nicht zu nah an die Klippe gehen, weil die Cookies ja einen relativ großen Ding haben, ne? So, hock du dich mal dahin, genau. Bleib da schön. Nehmen wir das Fernglas kurz in die Hand. Alter, das ist auch ein schönes Thumbnail, ganz ehrlich. Mal, kann ich das wegtun? Oh ja, alter Falter. Also wenn die Arg-Leute was drauf haben, dann ist es sowas. Ja, das muss man ihnen lassen, ne? Alter. Leider sehe ich mit dem Fernglas zwar runter, aber die Dinos erscheinen nicht, weil es zu weit weg ist wahrscheinlich. Obwohl ich epische Einstellungen eigentlich drin habe für Reichweite. Oder siehst du irgendwas? Nee, ne? Nö. Krass. Ist, also, ist das schon das verseuchte Welt. Gebiet? Ja, das ist halt das blaue Biom. Das blaue. Ja, auch noch das... Was ist das? Ich weiß nur, dass es eins radioaktiv ist. Oder mehrere, ich weiß gar nicht. Das ist lila noch. In dem grünen sind wir ja hier. Ja. Ich weiß gar nicht, was oben war. Glaube ich auch blau noch. Oben kann man ja, glaube ich, nur hin, wenn die Sonne unten ist, ne? Sonst verglüht man. Also ja, oder mit Schutzanzug. Ja, nee, an die Oberfläche kannst du nur nachts, glaube ich. Mit Schutzanzug kannst du da wohl auch tagsüber hin. Echt? Weil der, Schutzanzug hilft ja eigentlich nur gegen Radioaktivität, nicht gegen Überhitzung. Außer, gut, ich kenne den noch nicht, ich habe noch nicht gebaut. Auch nicht. Also, ich habe das auch gestern im Stream nicht so ganz gerallt erstmal, aber... Hast du da schon? Auch drüber gesprochen. Wie weit bist du da schon? Also, leveltechnisch, hast du den da schon? Ich bin, Ach und Krach, glaube ich, Level 80, also... Oh! Ah, ich glaube 85, oder? Irgendwie so kommt der, glaube ich. Nee, da ist er. Dann hast du den dann schon. Ah, okay. Wollen wir mal hier hochgehen? Du müsstest ihn theoretisch sogar schon bauen können. Ich guck mal ganz kurz. 76. Der ist... Ach! Ja, da ist er ja. Schutzanzug. Oh ja, ja, ja. Oh, das war knapp. Sarko 1 wäre fast Spiritus Santi gewesen. Alter, was brauchen denn die alles für einen Scheiß? Polymer und den ganzen Kram? Oh. Ja, gut. Polymer halt. Aber halt auch echt miese Rüstung, nur 65. Batterieauflader, okay. Kenne ich alles hier nicht. Sehr cool. Ja, da wartet er nicht wieder, der Sack. Nee. Das ist eine Schnecke, Mann. Eine Schnecke-Schnecke oder eine Schnecke-Schnecke, ne? Ratina. Eine Schnecke. Da frage ich mich auch immer, lohnt sich das Ding zu zähmen für irgendwas? Können die? Irgendwas konnte die. Irgendwas konnte die? Nicht sagen, okay. Ja. Ist das passiv? Nee, auch nicht. Wow. Ich glaube passiv, bin mir nicht sicher. Kann ich sagen, Ruskas. Ja, okay. Ich müsste lügen jetzt. Ja, das will ich ja nicht. Was auch auf jeden Fall gestern noch kam, ist, was wohl relativ wichtig ist, dass du dir generell mal so diese Ziplines, dass man sich die craftet. Ziplines? Weil du die wohl mit der Armbrust verschießt, ja. Was für Ziplines? Du kannst dann so Kletterseile, also so ein Seil, wo du dann irgendwo hinballern kannst und dann kannst du daran hochklettern. Ah, okay. Klingt cool. Ja, und vor allem mit dem Ravager kannst du ja über diese Ziplines gehen, also mit dem kannst du hoch und runter laufen. Also du siehst doch hier zum Beispiel diese Liaden hier, ne? Ja, da kann der auch. Wenn du sitzt, kannst du damit drüber laufen. Oh, das ist natürlich schon nice. Ja. Okay, das ist echt crazy. So, da haben wir hier mal so ein bisschen Sightseeing hinter uns. Ja, ich habe keine Ausdauer mehr, ich verdurst, ich verhungere, alles dabei. Dieser Dostkias.
Ja, ich habe nur 130 Nahrung und 130 Wasser geskillt. Da nicht so viel rein investiert. Ich hab 100. Ah, okay. Ich habe aber 230 Ausdauer, sehe ich gerade. Ja, gut, ich bin bei 160. Okay. Ja, die. Haben wir gar nicht so bewusst. Die Leute, die Angst haben, die skillen immer viel Ausdauer, dass sie wegrennen können. Das ist normal. Nerven verloren. Hab ich nur in Ruhe abbauen können. Das sind ja eigentlich keine Dinos. Ja, das frage ich mich auch gerade irgendwie. Irgendwie ist ja alles ausgestorben. Das, ja, Dinos sind ausgestorben, aber hier doch nicht. Oh, scheiß Erschöpfung hier. Dreck. Oh, hab was gefunden. Dodo. Doch gar nicht, ey. Fasziniert gerade. Die echt eine gute Zeit lang nichts gab. Also das hatte ich noch nie. Ja, bisschen irritierend. Ist hier ein Ravager durchgehüpft und hat alles aufgespachtelt? Ja. Anscheinend. Oh, apropos Ravager. Wo? Hast du das, Gast? Wo denn? Was macht mein anderes Sakko da hinten? Ist es denn behämmert? Ich weiß nicht, was es macht. Na, was ist es? Level 9 ist der eine, den anderen. Ah, da hinten. Der ist. Ah, da ist noch ein Kano, Level 24. Der ist aber gleich tot. Level 6, Level 4. Ach Gott. Schwert. Aber 4 Stück insgesamt, ne? Ja, ich habe halt keine Hose an. Wie viel Rüstung habe ich denn? 410. Ja, das wird irgendwie wird's klappen. Meinst du? Ja. Wenn nicht, dann haben wir draus gelernt. Okay. Lernen durch Schmerz. Na gut. Das Gast meint. Ich hab ja Glück und der Kano kommt nicht gleich mit. Ich bin bereit, wenn du es bist. Okay, dann Schuss. Ich erstmal voll daneben geschossen habe. Oh, wie soll ich denn hier an die ganze Krokodile hier gleich kommen? Nein, meine Stoffhose ist kaputt, ihr Säcke. Ui. Bei der Macht von Grayskull, mein Schwert hat die Macht. Wer hat mich gerade angegriffen? Puh. Ich hatte dich gerade angegriffen. Die Kroki hat leicht gebeutelt, würde ich mal sagen. Hoi. Ja, meiner ist fast da. Hoch. Kaliensuppe, jawohl. Was, Suppe? Ja. Okay. Das Rezept habe ich auch gesammelt. Ich muss, glaube ich, zurück, weil ich bin schon fast ganz nackt. Ja, ist nicht so schön. Wo geht's denn hier zurück? Ich habe die Orientierung verloren. Komm mit. Da lang, okay. Gut. Meiner braucht auf jeden Fall Pause, mein Kroki. Glaub ich. Wow, wow, wow. Was war das denn gerade? Weiß ich nicht, was du machst. Nee, hey, war gerade hier Leggy. Ach, hier sind wir. Ja. Weißt du jetzt wieder, wo du bist? Ja. Vielleicht. Bin mir noch nicht ganz sicher. Oh, ein Kano. Noch einer. Okay, dann rennen schon los. Ja. Level 6er Kano. Ja, ja. Super. Oben los. Das gibt's nicht an Skorpionen, ey.
Es ist manchmal diese Skorpione zu treffen mit diesem Angriffsbefehl, ist gar nicht so einfach. Ja. Also da hätten sie die Hitbox, würde ich echt mal anpassen. Das ist auch bei so kleinen Krustieren teilweise echt nervig. Ja, so irgendwie, ne? Weiß auch nicht, aber gut. Irgendwie kriegt meiner kaum Erfahrung, das ist echt merkwürdig. Aber gut, bei 3 ist die Aufteilung auch echt heftig. Oh, wir kommen genau richtig an, ich verduste. So, ab ins Wasser. Der war noch eine Jungpflanze, Mann. Oh. Ja, das dauert ein bisschen. Gar nicht. Aber stimmt, die wäre jetzt genau richtig. Ich dünge sie. Oh, ich kann gar nicht düngen, schade. Nee, da ist so ein bisschen viel drin. So. Oh je. Spärliche Ausbeute. Bei mir. Würde ich auch sagen, ja. Was hat deiner? Oh, 65. Bisschen Zitin hat er noch. Vielleicht reicht's ja für einen Sattel. Vielleicht. Oh, alles aus hier. Ach je. Ich weiß gar nicht, ob wir überhaupt noch Sattel für die Viecher erstmal treffen sollten. Aber irgendwie. Ja, vor allem brauche ich das Leder jetzt zum Rüstung reparieren erstmal. Ja. Alter, hier ist. Ich krieg hier nichts rein, so voll ist das Ding. Ich tu mal den Stroh raus, bisschen Zündpulver raus. Gib dir mal einen geheimen Tipp. So. Nein! Ich brauch das Metall zum Reparieren. Und? Ist noch Metall drin. Ja, erst wird die Rüstung repariert, dann kann man daraus was ich machen. Ja, da macht er sich jetzt rum wegen den 10 Metall da. Nur zur Sicherheit. Ja, ich habe keinen Bock, nackt rumzurennen, auch wenn, weil ich bin derjenige, der in Nahkampf stürmt, weil er keine Probleme damit hat. Ich wollte ja nur dir eigentlich Platz machen, weil dann ist das ganze Schießpulver ja weg. Apropos, wir haben doch bestimmt wieder einiges an Holz, ja, so einiges an Holzkohle. Boah, Alter, wer rennt denn hier rum? Dieses nervige Vieh. Was sind sie? Ja, gibt gut Holz. Gibt gut Zeug. Haben wir noch Holz da zum Verfeuern? Ein bisschen Holz? Ja, da. Okay, da lohnt sich's nicht mehr. Da lohnt sich. Ich wollte ich nicht. Da lohnt sich's noch. Ich wollte es. Hey Longneck, was machst du da hinten? Schön herkommen. Gut. Da muss so ein bisschen erfreuen hier. So schön der mir auch gefällt, aber wir brauchen Leder. Ja. Los, helf mal mit, du fauler Sack. Liegst hier nur rum. Ja, rette dich ins Wasser. Das ist sehr gut. Ey, ich hab den. Oh je. Was machen die denn da jetzt? Ja, jetzt haben alle Aggro. Ich hab hier einen großen an meinem Arsch hängen. Der geht mir tierisch auf den Sack. Boah. Alter, Sarko hüpft hier voll rum, ey. Was zum Geier. Also, wenn das nicht Leder gibt, weiß ich auch nicht. Ja. Ach, der ist auch in der Zähmgruppe. Ach, kein Wunder. Den muss ich mal rausnehmen. Ja. Optionen. Nee, warte, wo war das? Befehlsgruppen. Da, ah, der ist wichtig, der bringt viel Leder. So. So. Ba.
Warum sind hier meine... Was ist denn hier mit meinen Krokis? Ja, ich habe gerade falsch gepfiffen. Ich hatte gerade keine CM-Gruppe dran. Mann, Mann, Mann. So. Du bleibst mal da und du kommst jetzt hier hoch. So. Na, immerhin eine Stufe bekommen. Sehr schön. Natürlich leben wieder. Also du meinst keine... Also du meinst keine Sattel machen für die? Lohnt sich nicht. Also einen Sattel könnten wir, glaube ich, schon bauen. Ja, freut mich. Holz. Blöder Raptor eben. Hast du auch gelesen? Was denn? Nee, ich musste gerade einfach nur lachen, weil hier so Dödikorus als Sarkos probiert, hinterher zu rennen. Weil ich den gerade aus Versehen angegriffen hatte. Ja, das Pflänzchen ist noch jung. Das ist gut. Konnte noch ein bisschen dazu scheißen. So, dann hau ich mal ein bisschen Fleisch in den Grill. Diese bescheuerten Sarkos, greift ihr auch mal an? Geht doch. Oh. Auch Mecho-Bären. Für Mecho-Bären? Moment, ich guck grad mal. Der Lange hat bestimmt noch welche. Was zähmst du? Lustro lustig. Mecho. Oh, lol, nee. Ich hab alles. Ich hab Tintobären ohne Ende, aber keine Mecho. Haben die jetzt hier zufällig Mecho-Bären eingesammelt von irgendeinem Vieh? Na, hier sind auch keine drin, habe ich schon geguckt. Ach ja, die seltenen Pilze kommen da rein. Das Gammelfleisch kann man da reinschmeißen erstmal. Mag der vielleicht auch Karotten? Also. So Leder und so, das sind die Viecher ja echt scheiße. Außer halt die großen. Weiß ich nicht. Ja. Der ist so lustig, noch so mag. Ja. Auf jeden Fall würde ich sagen, gehen wir mal den Part hier an dieser Stelle. Na gut. Ja. Schaut auch mal live vorbei, Leute. Liken. Däumchen nach oben. Wir denken, freuen uns. Bei dem anderen vorbeizuschneiden. Ja, das bin ich übrigens, der andere. Ja, andersrum. Ich in dem Fall. Ja, oder so rum. Bis zum nächsten Part, Leute. Tschüss.